Okay, puh, ich bin im Game. Alles gut, Leute, alles klappt. So, übrigens, die Teamnamen einmal tauschen. Team Winnable ist auf der Offensivseite und Team, wie nenne ich das Team, auf der Defensivseite? Ja, ich hab's richtig. Gute Arbeit, Dabu. Ja, einmal was richtig gemacht. Also, einmal, ja. Sage ist die Eins, ne? Sage. Kurzer Hinweis, der Cypher ist bei mir der Unbekannte, das wird Gob B sein. Und wen genau. Hast du gerade nicht? Ich hab den, den Breach. Das ist Cunny, das ist Cunny. Ah, das ist Cunny. Also, der die Namenlosen sind bei dir Cunny und bei mir Gob B. Merken wir uns. Easy. Ja. So, Offensive, Winnable, die gerade ihr Match durchrasiert haben, aber auch ebenfalls das starke Team natürlich von, wie nenne ich das Team, mit Dalukat, Nuki, Gobby, Trilux und Sonix. Die Offensive gerade. Die Informationen auch, Trilux hat wieder super viel Info. Die wissen, dass es entweder B oder C wird. Das ja, ist ich mein, mega schwer. Der Trilux ist natürlich sehr weit vorne hier, aber er kann natürlich sagen, okay, A wird's nicht. Und der Push ist natürlich hier gerade dem Split-Push-Agents-Turnier angepasst, sehr gesplittet. Ich find's immer wieder lustig. Also du kannst ihn noch öfter benutzen eigentlich. Ja, der ist einfach gut, der passt einfach gut zusammen. Da kommt die Nate gerade rein von der Race und der Push hier gerade hart auf Punkt B. Dalukat mit dem First Kill auf Crowbean. Squally nimmt den Double Kill mit. Nimmt die Double Kill Dalukat raus. Und Copy. Und Kani kann aber Nuki rausnehmen. Das ist gut. Team Winnable holt hier die ersten Kills. Dalukat, der hat schon wieder aber aufgeräumt. Kann die nochmal nachziehen. Nimmt die Kani noch raus. Oh, und Trilux jetzt von hinten da. Den haben sie nicht erwartet. Sonix killt auch noch den Breach. Das ist Kani. Und den Molotov super schön getimed auf die Bombe. Und der Omen 2 gegen 1. Ah, 1-3-7 kannst du nicht machen. Trilux holt hier insgesamt nochmal einen Double Kill. Und damit ist die erste Runde vorbei. Die Defense gewinnt. Erster Punkt geht hier an. Wie nenne ich das Team? Da müssen sie jetzt schon früh gegenarbeiten. Gegen diese Backstabs. Dass der Cypher da seine Fäden spinnt. Wie eine Spinne. Sonst werden sie da immer wieder Probleme bekommen gegen Trilux. Das Timing war perfekt in der Piste schon mal. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt in der Eco machen. Sie sammeln sich schon mal vor A, ja, das wird ein simpler Push. Vielleicht gegen sie einen Plant und dann werden sie höchstwahrscheinlich gefinished. Aber eine Waffe oder zwei haben wir ja vorhin schon gesehen mitzunehmen. Das ist schon schön. Aber gerade auch der Trilux, ne? Gerade am Anfang bei den Pistolrunden, da ist er hart am Punkten. Das hat er schon vorhin gemacht in der Runde. Da hat er für sein Team hart gecarried. Defense geht hier gerade sehr weit raus. Trilux mit der Ares. Ihr holt den Double Kill. Nehmt die Crowbean und Cunny raus. Gar kein Problem für ihn. Ares Main hier. Aber 1-3-7 und Squally kriegen nochmal die Counterkills hin auf Trilux und Sonix. Schönes Ding. Miden kann hier nochmal sein Team heilen. Da kommt die Nate gerade hoch reingeflogen, die hier gut sprayt. Dalukat hier gut Schaden gemacht. Kommt hier auf den Punkt, kann hier 1-3-7 mit einem Headshot sofort rausnehmen. Oh, da wird die Bombe auch noch gecountert. Dalukat Double Kill hier nochmal auf den Punkt. Nur noch Miden vom offensiven Team lebt. Muss sie gerade gegen zwei, drei Leute ran sogar. Nächste Nate ist sofort wieder ready für Dalukat nach dem Double Kill. Der macht doch immer zwei mit einer Nate, oder? Der macht auf jeden Fall immer gut Druck mit der Nates, mit den Nates, das ist Wahnsinn. Und da haben sie Dalukat den Triple Kill vollgemacht. Miden wird hier rausgenommen. 2-0 für Team. Wie nenne ich das Team? Die Teamnamen sind doch richtig, oder? Ja, ja. Stimmt alles. Ja. Rot ist Winnable. Genau, korrekt. Ja, perfekt. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Weil lieber doppelt hält besser. Und da schon wieder diese C-Taktik. Die haben wir vorhin schon gesehen, ja. Die wollen den C-Spot unter Druck setzen. Die wollen einfach auch respektlos durchpushen und dann ihr A-Fake spielen. 100 pro kommt dieser A-Fake nochmal mit dem Omen. Der war eintrainiert, einstudiert. Oh, sie gehen aber auch wirklich direkt hart auf den Punkt. 1-3-7 mit dem First Kill auf Dalukat. Und der ist wichtig gerade. Dalukat ist ein wahnsinniges Monster. Den hier rauszunehmen ist gut. Trilux kann den Counterkill mitnehmen. Der Engage geht jetzt hier gerade auf den Punkt. Offensiv steht hier schon gut. Squally macht den Double Kill. Nimmt Gobby und Nuki raus. Auf den Punkt gerade gut am Verteilen. Jeder nimmt jetzt hier einen Eingang. Bombe wird geplaced. Der Engage geht hier gerade von hinten über den CT-Spawn.
Und da kommen sie auf den Punkt. Sonix kann hier einen Kill mitnehmen auf 1-7. Und Trilux geht hier down, die Squally, der macht hier einen Triple Kill. Nochmal voll. Der Engage geht hier gerade von hinten auf den Punkt. Aber Minen ist bereit und nimmt Sonix raus. Und da holen sie den ersten Punkt. 2-1. Winnable schafft es, diese Runde für sich zu entscheiden. Ja, das ist der Gameplan von Winnable. Sie wollen den C-Spot am Anfang schon unter starken Druck bringen, um dann eben aus dieser Schwachstelle andere Schwachstellen zu machen. Und jetzt sammeln sie sich schon wieder vor der Mitte. Da wird wahrscheinlich so ein D-Double-Door-Push draus. Und dann schauen sie halt mal, wo kriegen sie mehr Kills? Kriegen sie auch denen Kill? Können sie den Spot angreifen? Schaffen sie es, die Double-Doors zu überwältigen? Gehen sie vielleicht sogar nochmal C? Und ja, je nachdem, wie Trilux mit seinem Backstep vorgeht, kriegen sie vielleicht sogar auf A einen Entry gleich. Gerade versuchen sie es erstmal über Double Doors und Mitte. 1-7 wieder mit dem First Kill, nimmt hier Trilux raus. Und 1-7 will jetzt hier auf den Punkt A alleine gehen, dort ein bisschen Stress machen, so tun, als ob sie gerade von hier kommen. Und schöner Kill hier auf Sonix! Gott, diese Reaktion! Wahnsinn, und da rotieren auch schon alle gerade auf A, nur weil da einer ist, nur 1-7 ganz alleine, und sie haben hier freie Bahn einfach. Team Winnable kann jetzt hier auf Punkt B gehen, ganz entspannt, oder auf Punkt C, wie sie möchten. Ultimate von Daluk hat gezogen, sieht hier aber gerade keinen Gegner und wird hier auch mit dieser Ultimate keinen Gegner mehr sehen. Die war leider gewastet hier. Ja, das stimmt allerdings, dass er in so einer schimmligen Half-By-Round... schimmlig sage ich! Gobbe schimmelt auch noch in der Ecke. Zwei richtig nice Heads mit der Sheriff. Aber das reicht höchstwahrscheinlich trotzdem nicht. Ja, und da macht Daluk auch gar nichts mehr mit seiner Shorty. Kani kann ihn rausnehmen. Es steht 2-2 und Team Winnable nach den ersten beiden verlorenen Runden, in der ersten Runde, wo sie kaufen können, rasieren sie komplett durch. Wahnsinn. Schönes Spiel, das wird eine gute Runde, Freunde. Auf jeden Fall. Und sie haben alle Mittel in der Hand, um auf der T-Seite richtig schön Druck zu machen. Jetzt schon wieder auf C aufgestellt. Und nachdem jetzt der Omen, Harden, alias 1337, gegen die Eco-Runde, die gerade war, auf A so schön durchgekommen ist, wird das auch Gobbe und seinen Leuten nicht so viel sagen, wenn sie den Omen nochmal auf A sehen. Der kann da auch alleine sein. Und da können sie nicht so viel readen. Schau mal seinen Teleport an, der kriegt sogar den Kill gegen Gobbe. Jetzt hier gerade, sie wollen zu dritt gerade auf C pushen. Da steht aber noch Nuki, der einfach drei Leute mitnimmt im Alleingang. Überhaupt kein Problem für ihn. Nuki hier wahnsinnig stark. Da kommt der Molly gerade hinten rein. Nuki muss jetzt sich ein bisschen zur Seite zurückziehen. Und da ist auch schon die Kavallerie am Start. Dalukat kann hier noch Kani rausnehmen. Und jetzt ist es ein 4-on-1. Alle gegen Miden. Miden ist hier ein bisschen unterwegs, aber Sonix sieht ihn hier, nimmt ihn raus. Und es ist 3-2 für, wie nenne ich das Team? Das ist schon nicht schlecht gewesen da von Nuki. Da hat ihm das Glück auch ein bisschen noch auf die Schulter geklopft, als er in den Rechtsklick gegangen ist. Und durch den Aim-Punch ist sein Zielkreuz nach oben gerutscht und hat den zweiten Headshot sozusagen vollautomatisch gegeben. Während er gerade weggegangen ist, da haben die Gegner nicht schlecht geschaut, als das Brett reingeflogen kam. Also, was machen sie jetzt? Der A-Split. Omen hat sich wieder vorteleportiert auf A kurz, kommt da durch, supported von einem Breach und drei Leute machen in der Mitte Stress. Ja, und der Omen hier, der 1-7, der ist hier ganz allein gleich auf dem Punkt. Er hat natürlich jetzt hier den defensiven Brimstone nicht gesehen. Der natürlich hier wartet. Das könnte ein Problem werden, ja. Trilux wartet jetzt hier, wartet auf die Möglichkeit, einen Kill zu holen. Aber Miden passt hier auf, aber das bringt nichts. Trilux kann sofort zwei Kills klar machen. Dalukat followt direkt. Und sie holen sich drei Kills raus. Crowveen und 1-7 sind jetzt hier alleine gegen vier Leute. Die Hoffnung, dass 1-7 jetzt jemanden surprise, das gelingt ihm zwar, aber er macht nicht genug Schaden und da entwischt ihm der liebe Nuki wieder. Ja, und da ist ja auch gerade, da wurde gerade der Spike aufgehoben von der Offensive, aber keine Chance. Und das war's. Nuki macht hier noch den Kill auf 1-7 und damit steht es 4-2. Und es ist hier wieder gerade im Favor für, wie nenne ich das Team? Und das wird wahrscheinlich jetzt noch ausgebaut werden, diese Führung, denn die Tees können fast nichts kaufen.
Sie könnten jetzt vielleicht eine Sheriff holen oder sowas, aber ich denke mal, dass Crovin die 4400 lieber behält und dann nächste Runde vielleicht auf eine Operator zu gehen, die ja sowohl auf C als auch auf A ganz schnell mal einen First Frag macht. Ja. Weiß auch nicht, ob sie sich da jetzt so mit der AWP reintrauen gegen so ein Team wie hier, aber die spielen alle Rifle. Und das könnte eben dann mit der Operator zu einem Easy Kill führen. Versuchen jetzt hier mit Double Doors mit der Blend von Breach reinzugehen. Und sie gehen hier rein, aber Dalukat steht in Position und kann die zwei Kills mitnehmen. Natürlich auch gegen die Waffen. Easy, leichtes Spiel für ihn. Follow-up-Kill nochmal von Gobby. Triple Kill gegen die Offensive, gegen Winnable. Und du weißt ja selbst, wie aussichtslos sowas denn ist. Du schleichst ewig durch die Map jetzt mit diesen verbleibenden zwei Spielern. Aber am Ende, sobald du jemanden siehst, kriegst du reingedrückt. Boah, was makelloser Sieg hier auch noch. Böse gerade. Sehr, sehr böse. Vor allem können die jetzt nicht so schnell die Eco resetten. Die CTs können jetzt gut und gerne zwei Runden hintereinander kaufen. Müssen dann nur einmal saven und hätten dann gleich wieder einen Buy. Und dann ist die Halbzeit schon fast vorbei. Hier wird gerade darüber diskutiert, ob sie sich Waffen kaufen. Und das machen sie. Winnable holt sich jetzt hier die Waffen alle. Müssen jetzt aber auch diese Runde gewinnen, weil ekotechnisch sind sie weit im Nachteil. Und der Bude muss seinen Teamnamen noch anpassen. Hä? Hab ich nicht doch. Winnable gegen Engine Stuttgart. Wird mir gerade gesagt. Was? Oh Gott, ich hab's extra eingegeben. Ah, hier sind gerade die ersten beiden Kills gefallen. Offensive wieder leicht aufgerieben. In der Mitte wird hier auch nochmal ein bisschen random durch die Wände gesprayt. Wollen jetzt hier vielleicht den Switch auf A machen. Resten hier sogar nochmal 1, 3, 7. 4 gegen 5 jetzt und wollen eventuell in Richtung A pushen. Da kommt aber auch schon der Call bei der Defense. Sie rotieren jetzt hier gerade in Richtung A. Erwarten hier schon den Push. Ja, da kommen jetzt gleich 4 Leute entgegen. Trilux steht ziemlich weit offen. Teamnamen sind jetzt gefixt, da habe ich nicht auf Transition gedrückt, nachdem ich sie angepasst habe, vor ungefähr einer halben Stunde. Und Sonix steht mit seinem Beacon am Spot. Trilux, oh, er kommt da genau im richtigen Moment weg. Oh, Ultimate saß hier gar nicht so schlecht. Reicht hier aber nicht für einen Kill gerade. Sonix mit einem Double Kill. Und macht hier nochmal den Quadra Kill voll. Was ist denn das? Er rasiert komplett durch. Man hat es nur gehört. Bum, 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 bum. Ja, und da fliegen die Headshots durch. Wahnsinnig ja, schön. Das ist CS Aim. Willkommen auf dem Server. 6-2. Ja, wo ist die Attack? Sie haben 3 Spots zur Auswahl. Man könnte meinen, das ist doch easy, ja? Muss ja nur einen wählen. Aber man merkt eben, dass das Game mit diesen 3 Spots nicht unbedingt deswegen leichter ist oder sonst irgendwas. B wurde jetzt auch noch gar nicht richtig eingespielt. Ich weiß auch nicht, ob sie das im Moment können oder sollten. Denn da wird eben auch sehr viel Solo gespielt auf C und auf A. Da ist viel Fokus in die Mitte bei den Verteidigern. Ja, der Defense-Cypher, der Gobby, guckt hier gerade mit der Kamera, ob er die Gegner sieht. 3 Stück sind hier gerade bei C lang unterwegs. Da wird nochmal geblindet, da wird nochmal eine Smoke geworfen. Und hier hinten wird gleich engaged. Trilux, schau mal, Trilux ist auch schon wieder durch. Ja, oh, aber er geht down. Jetzt könnten sie schnell umbauen und A unter Druck setzen. Oder sie bleiben eben. Oh, die defensive Gobby macht es hier gut. Kann hier nochmal einen Kill mitnehmen. Oh, aber 1 oder 7 mit dem Double Kill. Der hier den Punkt damit erstmal gut mitnimmt. Sie haben die Bombe hinten noch liegen. Sie haben die Bombe nicht mitgenommen. Wollen hier einfach auf die Kills scheinbar geiern und mit den Kills gewinnen. Dalukat kann für die Defensive nochmal einen Kill rausnehmen. Auch Nuki followt nochmal Miden hier down. Aber schau mal, Dalu hat nur 11 HP leider. Sonst würde ich da sagen, er hat auf jeden Fall eine Chance. Aber jetzt wissen sie auch noch, wo er ist. Ah, jetzt die Ultimate hier zu usen im 2-on-1. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war. Ja, sie waren sich vielleicht nicht ganz sicher, obwohl er wurde ja schon gesehen und angeschossen. Da müssen wir eigentlich wissen, der ist am C-Spot. Ja, besser sicher als unsicher. Better safe than sorry. 1 oder 7 rotiert ja auch schon. Sie warten gerade, sie wissen, er ist beim Punkt C. Und auf A wurde jetzt der Spike geplantet. Das bedeutet, Dalukat weiß jetzt, okay, ich habe 11 HP, ich habe 2 Gegner. Und der Spike liegt
Und ich muss jetzt entweder nach B oder nach A und es ist verdammt weit. Habe ich überhaupt eine Chance? Er könnte hier das Saven sich überlegen. Und jetzt hat er hier gesteppt und das hört natürlich 1-3-7 sofort. Ist hier in Schussposition und da kriegt er den Kill aber nicht gegen den Elfer Peter Lukat, der 1-3-7 noch rausnehmen kann. Und jetzt kann er hier die Nades werfen, kann vielleicht mit der Ultimate sogar noch die Runde für sein Team entscheiden. Oh Gegner. Ja, er hat die Ult noch. Und Gegner weiß natürlich genau, von wo er kommt. Und er weiß jetzt, er kommt aus der Richtung. Fake Defuse jetzt hier. Die Zeit läuft ihm aber davon und ultra cool gespielt. Oh, schade, aber schöner Try von Dalukat hier. Boah, Krovina, Eier aus Stahl, dass er auch noch weggelaufen ist, ohne wirklich reinzupieken. Hat sich schon gedacht, dass Dalu nur faked. Also, die Zeit war ja schon ziemlich weit runtergelaufen. 6-3, wichtige Runde, dass sie da nochmal auf den C-Spot auch gekommen sind. Und das, obwohl Gobby eben mit seiner Kamera und dem Cage gegengearbeitet hat und dann auch noch Nuki einen Kill gezogen hat. Aber es ist eben nicht immer alles so leicht, wie es anfangs aussieht auf diesen Maps. Die Ts kommen auch gerne spät ins Game zurück. Ich bin auch vor allem von 1-3-7 beeindruckt. Der macht hier wirklich ein gutes Spiel. Guck dir mal den Spot an, auf den er geht. Den kannte ich noch gar nicht. Oben ist ein Fenster. Ach so, ja. Wusste ich gar nicht. Ja, diese Bugwalls, vor allem hier auf dieser Map, werden sie ganz gut benutzt. Vorhin haben sie ja auch schon 1-3-7 oben in die Mitte reinschauen lassen. Das haben sie jetzt noch nicht benutzt. Aber genau jetzt brauchen sie eben solche Tricks. Und Trilux kam immer von hinten, also perfekt, um ihn abzuaimen. Und er aimt ihn doch schon ab. Da war auch Trilux gerade sehr überfordert, wusste gar nicht, wo steht er überhaupt. Hat hier auch die Operator. 1-3-7 sucht jetzt hier den Fight, aber sie rotieren schon, sie wissen, okay. Sie lassen den Spike immer am Anfang liegen und wollen damit halt erstmal so nicht zeigen, wer den Spike gerade hat. Auch eine beliebte Taktik, wie mir scheint. Ja. Wurde das in Counter-Strike auch schon viel gemacht damals? Der Bombe? Ja, ja, die Bombe wird gerne mal irgendwo gedroppt, wo du sie dann bei der Rotation wieder mitnimmst. Dann hast du ein bisschen mehr Flexibilität, weil dann zwei Leute aggressiv gehen können auf dem einen Spot und drei auf dem anderen. Und wenn es dann eben nicht klappt, nimmst du auf dem Weg den anderen mit. Und Omen hat es wieder super gemacht hier. Der ist vor allem jetzt gerade aber auch im Sandwich von beiden Seiten. Aber er zieht die Aufmerksamkeit und die rotieren komplett auf A. Das ist wieder der Fake. Ich hab's euch gesagt, die spielen ihn noch. Die machen den Fake so gut, sie setzen Omen alleine auf A und gehen dann einfach zu viert auf C und es ist keine Gegenwehr mehr da. Jetzt können sie einfach defenden hier. Nuki, Rest hier Sonics erstmal. Ultimate geht hier gerade rein vom Brimstone. Vom Reach, Entschuldigung. Dalukat mit dem Kill auf Miden, aber Counterkill gerade von Squally auf Dalukat. 3-4. Oh, durch den Smoke kann Gobby hier Squally rausnehmen. Die alle vier von einer Richtung, das könnte auch gefährlich werden. Ja, 4-2 jetzt hier gerade. Sie wissen, wo der Gegner ist. Nuki kann nämlich hier nochmal Krovin rausnehmen und sie haben nur einen. Und da kommt es dann rein und jetzt können sie ihn ganz easy holen. Sonics Blue Kill auf Kanix. Auf Kani. Und da ist die Bombe defused. 7-3. Schöne Taktik, auf jeden Fall. Trotzdem von Winnable muss man hier einfach mal positiv hervorheben. Wahnsinnig cool. Und die funktioniert wirklich gut. Ja, leider konnten sie da den Spot nicht mehr halten. Da war auch eine Portion Glück-Planungsarbeit dabei. Ja, Gobbe sprayt ja nicht diese Kante umsonst. Der bereitet sich natürlich vor und weiß schon, wo er sich hinstellen soll, damit er diese Ecke ansprayt. Und das ist eben eine bekannte Ecke für die verteidigenden Leute auf dem Spot. Das war der wichtige Kill, der dann den Spot eröffnet hat. So, jetzt die Frage, machen sie es nochmal so? Oh, diesmal spielen sie sehr aggressiv in der Eco-Runde hier. Gehen sofort rein, Dalukat mit dem Double-Kill hier gegen 1-7 und Miden. Keine Chance hier gerade. Gehen hier einfach durch, alles durch. Und Gobby nimmt auch nochmal einen Double-Kill mit. Da wird sogar nochmal eine Ultimate geused. Die ist natürlich hier wasted, egal in welchem Fall. Nuki rundet hier ab, nimmt Kani raus. 8-3, makelloser Sieg wieder mal. Aber sie haben sehr aggressiv gepusht hier in der Eco. Ja. Kann funktionieren. Ja, genau. Also kann ich ihn jetzt auch nicht verdenken, wenn du da schnell den Kill machst und eine Waffe bekommst, dann kannst du weiter auf dem Spot. Die hatten ja dann noch die Brimstone-Ult dabei. War wahrscheinlich der Plan, die dann zu benutzen. So hat er sie trotzdem schon benutzt und nicht für die letzte Runde hier aufgehoben. Stell dir mal vor, er hätte sie jetzt, um den A-Spot oder um B, also die Rotation auf B ein bisschen zu verlangsamen, zu verslowen. Zu verslowen. Neuer Fachbegriff. Wurde verslowed. Ja, er wurde verslowed. 1-7 hat auf jeden Fall den ersten Kill mitgenommen.
fürs Team Winnable. Ja, wieder schöner Take auf den Spot, aber jetzt müssen sie eben wieder verteidigen. Jetzt müssen sie ihn halten und das hat vorhin schon nicht so gut geklappt. Mal sehen, ob sie es jetzt schaffen. Was mich auch ein bisschen wundert, es wird kaum eine Jet gespielt. Ist das mal aufgefallen? Ja. Wir haben heute bisher kaum Jets gesehen. Hier wird halt hart reingesprayt. 1 alle 7 kann den Kill auf der Lookout mitnehmen, aber Goppy countert sofort den Kill. Nuki nimmt noch Squally mit. Nuki mit dem Double Kill. Kani geht hier down. Und da kann Sonix nochmal Miden rausnehmen. Jetzt ist es ein 2-on-1. Er geht hier einfach in seinen Smoke. Der Stun ist hier so gut und sie haben ihn entdeckt und da wird defused. Und das ist die erste Halbzeit mit 9:3 für Team. Wie nenne ich das Team? Gott, dieser Name. Er ist furchtbar. Ja, das war Sonix Runde, meiner Meinung nach. Da hat er beim Retake so schön supported von hinten mit den Flashes, dann sein C benutzt, um die Ecke zu clearen und dann mit dem E am Ende noch gestunt, damit das 2-on-1 auf jeden Fall auch für sie ausgeht. 9:3. Und wir haben vorhin gesehen, wie dominant Miden und seine Leute auf der T-Seite waren. Und wir müssen die Teams wechseln. Fuck. Mhm. Und jetzt haben wir mal gesehen, wie das gegen das Team von Gobbe ausgeht oder von Sonix oder wie du sie halt nennen magst. Wie nennen wir sie denn jetzt? Tja, wie nenne ich das Team? Das ist hier die Frage. Und der Name des Teams. Das fragt man sich dann immer. Oder von Nuki oder von Trilux. Wir sagen einfach V-Team. Das V-Team. Oder von Dalu, der nämlich 14 Kills hat auf seiner Race. Ja, der Dalu macht hier ein wahnsinnig gutes Spiel. Trilux gerade mit 9 Kills ja, auf dem letzten theoretischen Platz. Oh, hier wird schon engaged auf Alang. Squally mit dem First Kill auf Dalukat. Und wo haben wir das Talent 1337? Steht in der Ecke auf A kurz. Und der campt auch einfach. Fertig. Noch passiert hier gerade nicht viel. Sie versuchen es jetzt doch über A scheinbar. Ja. Und aber, ne, sie splitpushen schon wieder. Moment. Ja, sie wollen über A gehen. Haben hier auch direkt den Kani rausgenommen. Aber da wartet immer noch 1 oder 7 unten im Keller. Und der kann hier Sonix nicht rausnehmen, denn Sonix ist schneller als er. Und holt hier den Kill. 3 gegen 3 verbleibt also gerade. Gobbe hat auch die Kamera hinten, sieht da den Cypher ranschleichen. 3 gegen 3 ist definitiv noch machbar. Schau mal, was die Sage hier noch vorhat. Von Miden muss erstmal die Wand noch zerneifen. Oh, und sie sneaken hier super rum. Sonix kann Krovin denyen. Auf dem Punkt endet gerade die Sage und der Breach aus dem Heaven. Aber stehen hier gerade den anderen beiden direkt gegenüber. Ja, das wird sehr schwer. Die verstecken sich jetzt hinter den Winkeln. Oh, aber viel Schaden gemacht. Jetzt hat er nur noch 14 HP, da kann er kaum mehr aus dem Fenster rauskommen. Und am Ende setzt Nuki dem Ganzen ein Ende. 10:3, eine sehr stabile Pistol-Round von den Tees. Ja, und die Abkürzung wäre Vnit, aber Vnit klingt auch irgendwie komisch. Wir nennen es einfach das V-Team. Tja, 10:3. Also am Anfang sah es tatsächlich gar nicht schlecht aus für Winnable. Die haben wirklich gut gespielt und sehr, sehr gute Runden gewonnen. Aber die haben mittlerweile große Probleme. Auf jeden Fall. Was können sie jetzt tun? Erstmal saven, dann steht es 11:3. Und dann kannst du ja schon fast nichts mehr machen. Boah, der aggressive Push von Sonix. Wahnsinn, wie er den Double Kill hier holt. Schöner Stun von ihm gesetzt. Wie er hier den Double Kill einfach macht. Und damit haben sie natürlich hier 2 Bahnen. Können die alle auf B gehen, ganz entspannt. Können B schon mal securen. Und schon mal die Bombe planten. Aber die Sage in der Mitte, Nuki, wartet gerade noch ein bisschen. Geht jetzt hier hin und placed. Miden kann auch nicht mehr viel machen. Obwohl, er erwischt Sonix von hinten. Sogar noch durch die Wand. Und mit der Spectre kriegt er vielleicht noch einen Frag. Ja, er weiß, dass von hinten einer kommt, aber von vorne ist Nuki schon da, keine Chance. 11:3, also jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn Miden und seine Leute haben keinen Raum für Fehler mehr. Ja, jetzt ist es 11:3 und so langsam wird es auf jeden Fall eng, die Luft wird dünn. Hier wird gerade alles gekauft von der Defensive, sie können diese Runde Waffen kaufen. Haben aber auch gar kein Geld mehr übrig.
Wer nimmt jetzt den Spike mit? Am Ende ist es Dalu mit der Breach. Es wird wohl der Cypher vorgeschickt, dann mit Sonix mit seinem Breach, mit der Raze meine ich, dann wird Sonix mit dem Breach supporten. Ja, und schau mal, wie schnell die da jetzt auf B schon pushen. Gob schon mit dem ersten Kill gegen Miden. Da ist der Druck so schnell da, der nächste Kill von Gob. Keine Chance. Da ist wirklich, das ist wirklich absolut sauber gespielt, auch Gob mit dem Double Kill direkt gegen die Defensive wieder. Jetzt wird hier nochmal zugesmoked. Trilux ist bereit, kann hier den Spike nochmal planten. Und jetzt kommt der Engage gleich von der Defensive. Kani umläuft hier gerade ganz, ganz weit, rotiert hier. Muss halt auch aufpassen, weil sie einen Cypher dabei haben. Womöglich sind da irgendwelche Stolperdrähte gespannt. Ja, das auch. Und Squally kann ja aber direkt auch Dalukat rausnehmen. Das war sehr, sehr wichtig hier, der Kill. Aber die Flashes gehen hier durch. Trilux mit dem Double Kill. Und Nuki macht den Sack zu wieder einmal. 12 zu 3. Oh, oh, oh. Das wird eng. Das wird ganz eng. Und sie haben jetzt nicht mal mehr Geld. Sie müssen jetzt hier einen Force-Buy machen. Aus der Defensive heraus. Und sie machen einen Force-Buy. Ey, ich verfluche den Studio-Modus, während ich ihn liebe. Ich habe wieder nicht auf Transition gedrückt. Jetzt haben wir noch theoretisch ein massives Comeback vor uns. Ja, sie müssen nur 10 Runden hintereinander gewinnen. Ja, und jetzt geht B offen. Trilux gleich mit dem ersten Kill gegen Miden. Da kommt eine Ult rein. Da kommen zwei Ults rein auf C und auf B. Heidewitzka, das ist ja unmöglich zu verteidigen. Oh, aber Squally macht das hier gut. Versucht hier nochmal mit der MP die Kills zu holen. Aber er schafft es nicht. Dalukat kann sich hier nochmal retten. Da kommen nochmal die Follow-up-Kills hier. Und es ist nur noch Kani, der jetzt hier alles für sein Team retten muss. Er muss jetzt hier alle Kills machen. Und das wird so, so schwer. Er geht schon bei Double Doors auf die Gegner zu, hat ihn gesehen, kriegt hier den Kill und er hat immer noch 77 HP. Die Möglichkeit besteht immer noch. Er wird schon umlaufen vom Cypher, muss hier ein bisschen aufpassen. Beschießt hier die Wall. Oh, Nuki rest nochmal Trilux und das wird bitter natürlich. Und oh, er will ihn messern, aber das wird natürlich nichts. Kani kann ihn sich nochmal retten, aber Nuki kommt von vorne und der Sack ist zu. Winnable schafft es hier nicht. Wie nenne ich das Team? V-Team mit 13 zu 3 absolut überrannt.